Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns weiterhin von den Eigenschaften des Volkes der Schrift, und zwar von den Juden und Christen, nicht damit wir das als eine schöne Geschichte sehen, sondern damit wir gewarnt sind. Und der Koran ist eine Rechtleitung bis zum Tag der Auferstehung. Das heißt, diese Verse würden ihren Sinn verlieren, wenn wir sagen würden, dass das Volk der Schrift sich irgendwie geändert hätte. Aber das Volk der Schrift hat sich nicht geändert. Das Volk der Schrift wird immer trügerischer, indem sie Verse von ihren Büchern rauswerfen, Verse in ihre Bücher reintun. Und das sind Eigenschaften, diese Betrugseigenschaften, Lügeneigenschaften, Hass, Neid. All diese Sachen findet man genauso in den Leuten der Schrift heutzutage, wie damals, vor 1400 Jahren und vorher und auch in Zukunft. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala und bringt uns diese Eigenschaften bei, damit wir die Leute erkennen, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, damit wir wissen, wer diese Leute wirklich sind. Allah sagt etwas hier über die Leute der Schrift und Allah spricht die Wahrheit. Und wer die Eigenschaften, die Allah über sie verleugnet, der ist ungläubig. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, viele von den Leuten der Schrift möchten euch, nachdem ihr den Glauben angenommen habt, wieder zum Unglauben bringen. Subhanallah. Warum? Also viele Leute, der Juden, Christen wollen, dass wir Muslime den Islam verlassen. Den Islam verlassen. Ungläubig werden. Sei es Atheisten oder ins Christentum eintreten oder vielleicht sogar ins Judentum eintreten. Was allerdings weniger der Fall ist. Und sie wollen eben uns zu Ungläubigen machen. Das hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt. Und ungläubig, das heißt, sie sind ungläubig. Damit wir sind wie sie. Und zwar unwissend und Freveler und Sünder und Unheilstifter. Und all dies, weil sie eben neidisch sind. Also Allah sagt, aus Missgunst von sich selbst aus, nachdem ihnen die Wahrheit klar geworden ist. Hasad ist das Wort, was hier erwähnt wird. Neid, Missgunst ist eine gefährliche Krankheit in den Herzen von vielen, vielen Menschen. Und Hasad ist überliefert in einem allerdings schwachen Überlieferung, dass es eben die Hasanat auffrisst. Dass es die Hasanat auffrisst. Aber wie dem auch sei, schlechte Taten der Waagschale wiegen den guten Taten entgegen. Insofern frisst es die guten Taten auf, wie jede andere Sünde auch. Allerdings ist Hasad, Neid, eine der gefährlichen Sünden. Eine der sehr, sehr gefährlichen Sünden. Und was war der Neid, den die Juden und Christen in ihren Herzen hatten? Und zwar, besonders die Juden, sie erwarteten einen Propheten, der mit ihnen für ihre Ehre und Macht kämpft. Und dem war nicht so. Wie wir gesagt haben, sie erwarteten einen Propheten von den Kindern von Ismail. Nein. Von seinem Bruder. Von seinem Bruder, sehr schön. Schade. Jakob, ne? Sein Bruder. Na, auf jeden Fall erwarten sie von den Kindern Israels. Israel war Jakob. Na. Und dem war nicht so, sondern der Prophet Muhammad s.a.w. kam dann aus Sicht der Juden dummerweise von den Kindern Ismails, ne? Also ein Araber. Und das war der Neid. Sie wollten nicht, dass das Prophetentum aus den Kindern Israels woanders hingelangt. Und Allah subhanahu wa ta'ala berichtet ja in den Versen hier über die medinensische Periode. Das heißt über die Periode nach der Hijra, ne, des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und in Medina befanden sich ja mehrere Gruppen. Ne, befanden sich einmal dann die Muhajirun, die Auswanderer, dann die Ansar. Dann die Ansar, also die Medinenser selbst, die ja zwei Stämme waren, Al-Aus und Al-Khazraj. Und dann befanden sich in Medina die Juden. Und es befanden sich in Medina auch Götzendiener, Mushrikun. Und die Muslime, nachdem sie ausgewandert sind nach Medina, könnt ihr euch vorstellen, dass sie noch nicht die Oberhand hatten in Medina und noch schwach waren. Und dass sie dann dort unterdrückt wurden. Und man viele Sachen gegen sie geschmiedet hat. Und weil sie schwach waren, hat Allah zu ihnen gesagt, doch verzeiht und seid nachsichtig. Das heißt, das geht jetzt, diese Anrede, es gilt für die Sahaba, radiallahu anhum, beziehungsweise für die Muslime, in so einer Situation. Doch verzeiht und wendet euch ab oder seid nachsichtig. Die Muslime, weil sie schwach waren, hatte Allah subhanahu wa ta'ala zu diesem Zeitpunkt ihnen noch nicht die Erlaubnis gegeben, den Dschihad zu machen.
Sie hat ihnen noch nicht erlaubt, gegen die Juden und Christen zu kämpfen, weil sie schwach waren. Aber eine Sache möchte ich nicht, dass mir das entfällt. Und zwar diese Missgunst, die die Juden und Christen gehabt haben gegenüber den Muslimen, dass unter ihnen der Gesandte aller Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, hervorgekommen ist. Das nennt man Hasad. Und Hasad, wie ich gesagt habe, ist eine gefährliche Krankheit. Sie wird eingeteilt, die Ulama teilen sie ein in drei Arten von Hasad. Also Neid in drei Arten von Neid. Das eine nennt man natürlich dann nicht Neid, aber wie dem auch sei. Die eine ist, dass man sich wünscht, wenn man bei seinem Bruder oder bei einem Menschen eine Gunst sieht, eine Gunsterweisung von Allah subhanahu wa ta'ala sieht, dass man sich wünscht, dass der andere diese Gunst nicht mehr hat und dass sie von ihm fortgeht und dass man sie stattdessen bekommt. Wie jemand, der zum Beispiel neidisch darüber ist, dass sein Bruder zum Beispiel der Vorsitzende von einer bestimmten Firma ist. Und er möchte lieber, dass dieser nicht mehr dort ist und dass man seinen Platz einnimmt für ihn. Ja. Das nennt man Neid, das ist Haram und ist eine gefährliche Sünde. Und wer das hat, soll sein Herz reinigen. Und die zweite Sache ist, wenn man neidisch ist und sich nur wünscht, dass der andere eben nicht diese Gunsterweisung mehr erhält von Allah subhanahu wa ta'ala. Auch wenn man selbst diesen Posten nicht erreichen kann, man will einfach, dass der andere nicht mehr, dass ihm nicht mehr so gut geht. Ja, das ist auch Neid und Haram und verboten. Die dritte Art, dass man sich etwas Gutes wünscht, was der andere auch hat, ist, dass man ein gesundes Herz hat und dass man sich wünscht, dass man das Gleiche erhält, wie der andere Mensch hat, die gleiche Gunsterweisung. Allerdings wünscht man sich nicht, dass der andere diese Gunsterweisung verliert. Ja? Und was dafür bezeugt, sind die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wo der Prophet immer gesagt hat, la hasada illa fi so und so. Das heißt, es darf keinen Neid geben, außer in diesen Fällen. Und dann hat er zum Beispiel unter den Fällen hat er erwähnt, ein Mann, dem der Koran gegeben wurde, das heißt, der den Koran auswendig kann, und der ihn Tag und Nacht rezitiert. Diesem über darf man neidisch sein, in dem Sinne, dass man auch die gleiche, der auch mit dem Koran haben möchte. Oder jemanden, den Allah subhanahu wa ta'ala durch Vermögen begünstigt hat, und der eben Tag und Nacht für Allah spendet. Und diesen Leuten darf man gegenüber neidisch sein, in dem Sinne, weil man ja auch diese gute Tat machen möchte. Ja? Und keiner wird neidisch sein, normalerweise, in so einer Hinsicht, normalerweise, weil Allah subhanahu wa ta'ala's Gunst ist groß. Und es geht, das heißt, selbst wenn wir alle den Koran auswendig könnten, oder wir alle reich wären, das würde Allah subhanahu wa ta'ala nicht stören, jedem von uns Hasana zu geben und uns reichlich zu belohnen. Insofern braucht man nicht irgendwie sich zu wünschen, dass der andere es nicht hat, sondern man wünscht sich eben genauso gut zu sein oder noch besser. Genauso wie wenn wir die Sahaba und ihre Biografien lesen, was wir eigentlich viel mehr tun sollten, dann wünschen wir auch, dass wir genauso sind wie sie. Ja, das ist eine Form des erlaubten Neids. Auf Arabisch nennt man das dann nicht Hasad, sondern Ribtah. Ribtah ist einfach ein anderer Ausdruck dafür, der dafür reserviert ist. Wie dem auch sei, ein wichtiges Thema. Aber lasst uns zurückkehren. Also die Muslime befinden sich jetzt in Medina und sind noch schwach und erst ausgewandert und neu dort und unterdrückt. Und man führt gegen sie Pläne aus. Aber in dieser Phase, die Muslime wollten eigentlich die Schwerter ziehen und kämpfen gegen solche Menschen. Allerdings hat Allah subhanahu wa ta'ala es ihnen verboten. Und er sagte zu ihnen, doch verzeiht und seid nachsichtig. Das heißt, oder wendet euch ab, bis Allah mit seiner Anordnung kommt. Das heißt, kämpft nicht, bis Allah euch die Erlaubnis gibt zu kämpfen. Also, hatta ya'ti Allahu bi amrih, bis Allah mit seiner Anordnung kommt, bedeutet hier, bis Allah euch die Erlaubnis zum Dschihad gibt. Allah hat zu allem die Macht. Allah hat zu allem die Macht. Und das ist eben, weil sie noch schwach sind. Und was sollten sie stattdessen in dieser Zeit tun? Und zwar, وَأَقِيمُ الصَّلَاةُ وَآتُ الزَّكَاةُ. Und verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe. Naam. Das heißt, bis man gestärkt ist und stark ist und bereit ist für den Kampf und bis Allah die Anordnung gibt, sollten sie eben sich ihren Gottesdiensten widmen, die sie bis auf den Dschihad ausüben können. Und sie sollten sich stärken
und das Ganze vorbereiten. Und Allah sagte, wa aqimu as-salah, und die Gelehrten sagen, iqamatu as-salah, das heißt das Gebet verrichten, wie es übersetzt im Deutschen, ist nicht das gleiche, wie wenn man sagen würde, betet. Ist nicht das gleiche, wie man sagen betet. Wenn man sagt, iqamatu as-salah, dann beinhaltet das auch nicht nur die Bestandteile, sondern auch die Pflichtteile des Gebets und auch die Sunnah-Teile des Gebets, und dass man das Gebet mit Demut und Ehrfurcht verrichtet und mit Unterwürfigkeit. Das heißt, das Gebet vollständig so verrichten, wie Allah SWT es einem bewundert. Das ist das Gebet verrichten, oder Iqamatu Salah auf Arabisch. Und entrichtet die Abgabe. Die Abgabe ist Az-Zakah. Az-Zakah heißt übrigens sprachlich auch die Reinigung, denn man reinigt sein Geld. Oder man reinigt seine Seele vor Gier oder Geiz. Und was ihr für euch selbst an Gutem vorausschickt, werdet ihr bei Allah finden. Das heißt, wir werden, egal was wir an Gutem tun, die guten Taten bei Allah subhanahu wa ta'ala vorfinden und auch die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala dort vorfinden. Und wirklich, liebe Brüder, daran kann man seinen Glauben messen. Daran kann man seinen Glauben messen. Wenn jemand glaubt, dass er alles, was er ausgibt, bei Allah subhanahu wa ta'ala mindestens 10-fach vergolten zurückbekommt, und die Vergeltung ist eine ewige Vergeltung, dann, wenn einem das zurückhält, dann immer noch Gutes zu tun oder zu spenden, wenn er spenden kann, dann ist die Frage, was ist mit seinem Glauben? Ja, der Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns ja diese Eigenschaften der gläubigen Menschen, damit wir uns daran messen können und sehen können, wo unser Imanspiegel steht. Und was ihr auch an Gutem vorausschickt, werdet ihr bei Allah finden. Das ist ein Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala, und Allah verbricht sein Versprechen nicht. Und dann sagt Allah, und was ihr tut, sieht Allah wohl. Diese Aussage, was ihr tut, sieht Allah wohl, kommt ja mehr als einmal im Koran vor. Oder Allah weiß sehr wohl, was ihr tut, oder die ganzen Verse. Oder Allah hat sein Wissen umfasst alles. Diese Aussagen, oder diese Verse oder Teilverse, sie haben zwei Effekte. Einmal sollen sie den Sünder dazu bringen, dass er seine Sünden unterlässt, weil er weiß, dass Allah ihn sieht. Und zweitens sollen sie den Gutestuenden anspornen und seinen Glauben festigen und ihm versprechen, dass er gesehen wird und dass seine guten Taten aufgeschrieben werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala genügt als Zeuge. Und trotzdem gibt es noch Engel, die bezeugen, und Allah weiß, was alles noch die guten und schlechten Taten bezeugt.